Liebe Schwestern und Brüder, in dieser österlichen Zeit verhält es sich ähnlich wie in der Quadragesima, dass wir, wenn wir die Mitte überschritten hatten, dass sich der Ton ändert. Nach dem Mitfasten beginnen wir mit der kontinuierlichen Lesung des Johannesevangeliums. Gestern, nach der Mitte der Osterzeit, beginnen wir eben aus selbigem Johannesevangelium die Abschiedsreden zu lesen. Und wir merken, wie sehr sich der Ton ändert. Es sind nicht mehr die Streitreden, die nach außen geführt werden, sondern es ist ein ganz intimer Ton, der hier zum Tragen kommt. Jesus ist im innersten Kreis seiner Jünger. Und es ist nicht von ungefähr, dass die größte Offenbarung so stark kontrastiert mit diesem schrecklichen Verrat. In unserer Übersetzung geht das, was Jesus hier sagt und was diese ungeheure Preisgabe dessen ist, wozu er gekommen ist, was Jesus bislang so nie dermaßen offen gesagt hat. In unserer Übersetzung geht es oft unter. Ich sage es euch schon jetzt, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, ich bin. Unsere Übersetzung sagt, ich bin es. Was heißt es? Das steht nicht im Text. Im Text steht ego eimi. Und das ist nichts anderes als für gläubige Juden der Name Gottes. Der ich bin, der ich bin. In Exodus, im 3. Kapitel, wo Gott sich dem Mose zu erkennen gibt als der, der Israel befreien wird, das ist ja auch in der Lesung, in dieser Predigt der Apostel noch einmal angeklungen, stellt Gott sich selber genauso vor. Ich bin. Und Jesus tönt das ganz oft im Evangelium an. Wir kennen diese wunderbaren Worte aus dem Johannesevangelium. Ich bin das Licht. Ich bin der gute Hirt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber hier im innersten Kreis noch einmal ganz konzentriert. Nichts anderes, ohne Staunen. Damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, ich bin. Dass wir es mit Gott zu tun haben, wenn wir an Jesus glauben. Und Jesus führt es aus. Wer einen aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Es gibt noch ein anderes Wort, das das erhält. Wir beten es in der Regel samstags, in den Laudes, in den Ferialtagen, im Kantikum. Aus dem Buch Deuteronomium, im 32. Kapitel, im sogenannten Lobgesang des Mose, wo Gott spricht, so seht doch jetzt endlich ein, dass ich bin. So heißt es doch wörtlich im griechischen Text der Septuaginta. So seht endlich ein, dass ich bin. Als wollte Jesus dieses Wort hier in den letzten Stunden seines Lebens seinen Freunden noch einmal eindringlich nahe bringen. Aber nicht nur seinen Freunden. Auch wir brauchen dieses Wort, liebe Schwestern und Brüder. Auch wir neigen dazu, Jesus verkürzt wahrzunehmen. Wer ist Jesus? Es ist oft zu kurz gedacht, wenn wir dieses Wort seiner letzten Stunden nicht mithören. Dass sich in ihm niemand anderer zeigt als der lebendige Gott, der Gott Israels, der einzige Gott.